Oh, Blumen, wie sie duften! Einfach toll! Im Frühling, Sommer, einfach nicht wegzudenken. Geht's dir genauso? Mit dieser Vase aus Papier kannst du deine Papierblumen toll unterbringen und hast eine wunderschöne Deko, die auch niemals verblüht. Das einzige Manko an der Vase, sie ist leider nicht wasserfest. Aber mit Papierblumen kein Problem, die sind ja besonders pflegeleicht. Welche Blumen magst du am liebsten? Ich finde einfach alle toll. Besonders die wilden, Margeriten, sind einfach nur traumhaft. Da ist es fast schon zu schade, sie einfach abzupflücken. Da lässt man sie doch gleich viel lieber stehen und genießt sie in der freien Natur. Es gibt ja auch wirklich traumhafte Gärten. Egal, ob man jetzt einen botanischen Garten oder einfach nur in die Natur hinausgeht, Blumen sind wunderschön. Und die Farben, der Wahnsinn. Dazu noch die Bienen, die Schmetterlinge am Schmetterlingsstrauch. Es tummelt und riecht so gut. Auch wenn im Winter keine Blumen zu sehen sind, haben wir dennoch die kleinen Eisblumen am Fenster. Die sind zwar nicht so von langer Dauer, aber dennoch hübsch anzuschauen. Je nach Lust und Laune kannst du auch deine Vase ganz toll gestalten, mit Stempel, bunten Farben oder einfach nur Bändern. Probier es aus! Mit Sicherheit eine tolle Überraschung, wenn du willst, dass deine Blumen nie verblühen. Hallo Bastelfreund, danke, dass du mein Video angeschaut hast. Hat es dir gefallen und du willst nun deine eigene Kreativität austoben? Dann schick mir doch eine Videoantwort, ich schalte sie auf alle Fälle frei. Hast du Fragen, Anregungen oder sogar Kritik, dann findest du in meinem Kanal die ICQ-Nummer. Oder schick mir einfach eine private Nachricht. Ich antworte dir. Ciao, bis zum nächsten Mal, deine Froni.